Oh, pardon, hab ich den Herrn mir vorgestellt. Oft schon hab ich mich gefragt, ob es ihn wirklich gibt, von dem die Operette sagt, dass er so fürstlich liebt. Da fuhr ich durch die Eifel in jenes kleine Land und fragte voller Zweifel den ersten, den ich fand. Oh, pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh, pardon, sind Sie der große Mann von Welt? Nun, sagt er und lachte leis, das bin ich leider nicht. Ich wette, dass ein Mann was weiß, der so verlegen spricht. Er grüßte und ging weiter, ehe ich mich recht besann. Da kam ein stolzer Reiter, den hielt ich einfach an. Oh, pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh, pardon, sind Sie der große Mann von Welt? Aber Fräulein, Sie sind süß, sprach er und stieg vom Pferd. Der Graf, der lebte in Paris, bei mir sind Sie verkehrt. Drum sollen Sie erfahren, jetzt werden Sie nicht rot. Seit fast 100 Jahren ist dieser Herr schon tot. Oh, pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh, pardon, sind Sie der große Mann von Welt? Oh, pardon, genau wie Sie jetzt vor mir stehen. Oh, pardon, hab ich den Herrn mir vorgestellt.